Postlichter sorgt mit seiner Beichte über seine Vergangenheit für Gänsehaut. Der sonst so aufgeweckte TV-Koch sprach im Interview mit Neue Post über eine ganz andere Seite seines Lebens. Auch wenn er sich jetzt weniger Sorgen um das Geld machen muss, war das nicht immer so. Der 55-Jährige schildert: Ich war länger arm im Leben als schuldenfrei. Und ich war weitaus ärmer, als die meisten Menschen es heute sind. Dies hielt ihn jedoch nie davon ab, das Leben an sich zu genießen. Trotzdem hatte ich kein schlechtes Gefühl, denn ich hatte auch immer Spaß am Leben. Doch nicht nur um Geld musste er sich sorgen, der Fernsehstar musste in seinem Leben schon mehrere Schicksalsschläge verkraften. So war er nur 26 Jahre alt, als er den ersten Hirnschlag hatte, nur 2 Jahre später erlitt er seinen zweiten. Damit endete das Leid für ihn jedoch noch nicht. Er verlor eines seiner 3 Kinder an den plötzlichen Kindstod. Lichter hatte es wirklich nicht leicht im Leben und seinem munteren Auftreten im Fernsehen gebührt so nur noch mehr Respekt. Positiv, wie ihn jeder kennt, verrät der Moderator jedoch rührend: Ich liebe mein Leben, wie es jetzt ist, aber ich freue mich auch auf die Zukunft. Dann mache ich vielleicht noch eine Lehre als Möbelschreiner. Und ich möchte mit meiner Frau Nada demütig über unser Leben lachen können, weil es am Ende doch gut ausgegangen ist.